Der Bierbrauer Hans Konrad Winkler oder wie ihn die Einheimischen nennen, der Winklerbräu, aus Lengenfeld in der Oberpfalz. Wie jeden Tag sieht er in seinem Betrieb nach dem Rechten. Bierbrauen ist für ihn Leidenschaft und Handwerkskunst zugleich. Eine Tradition, die seit über 375 Jahren in Familienbesitz ist. Gemäß dem Reinheitsgebot findet nur das Beste aus der Natur seinen Weg in den Braukessel. Es ist natürlich bei uns ein glücklicher Zusammenstand, dass wir auch große landwirtschaftliche Flächen haben. Die habe ich natürlich seit 84 verpachtet und auf diesen Flächen wunderbarer Oberpfälzer Kalkboden wächst eine hervorragende Braugerste. Diese Braugerste geht dann in die Melzerei, wird dort vermelzt. Dieses Malz wird dann geschroten, also durch eine Walzmühle, wo die Körner nur zerbrochen werden, wird dann mit entsprechender Menge Wasser vermischt. Dann muss man natürlich auf die Temperaturen aufpassen. So die Eiweißrast bei 55 Grad, die ist später wichtig, dass das Bier einen schönen Schaum gibt. Die Grundsätze ist bei uns wirklich die Tradition. Wir haben noch die offene Gärung mit kalten Temperaturen, maximal bis 10,5 Grad. Das Bewusstsein für natürliche Aromen und für die Handwerkskunst gehen beim Winklerbräu einher mit moderner Technik. Denn ohne diese geht es heute auch in einer familieneigenen Privatbrauerei nicht mehr. Zukunft über verankert sein in der Tradition, aber absolut offen und auch finanziell, investitionsmäßig bereit sein zu neuester Technik, weil das einfach dann die Produktqualität sichert. Neben der Brauerei gehört auch ein Gutshofhotel zum Winklerbräu. Auch hier wird die Tradition fortgeführt. Bereits seit über 500 Jahren öffnet der Gutshof seine Tore für Gäste. An deftigem Essen und süffigen Bieren fehlt es da natürlich nicht. Wissen Sie, wenn halt der Kunde sagt, prima, passt, dann ist Zukunft gesichert und dann geht's schon weiter.